der Vorteil bei einem Zug wäre natürlich, ne, dass ich hier besser vorankommen würde, dass der Zug für mich die Monster tötet, während ich hier. Aber ja, also bisher finde ich den Killspeed so eigentlich wesentlich schneller. Das Einzige, was sich lohnen würde, wäre, glaube ich, dieses Zugteil, was sagt, dass ich in seiner Nähe mehr Schaden mache. Es gibt das ja erstens als. Oh! Ach ja. By the way. Aber das eskaliert hier ja gerade ganz schön. By the way, wenn ihr aus Thüringen kommt und das seht, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch mal die Interviews mit den Politikern aus Thüringen an, die da zur Wahl stehen. Tilo Jung geführt hat, von Jung und Naiv, kann ich ja sagenhaft. Die sind auch sehr aussagekräftig, finde ich. Ich finde es interessant, so die Mischung, gerade bei Rot-Rot-Grün, das wäre ja sozusagen die aktuelle Koalition. Diese Mischung aus Wolfgang Tiefensee, der mal Verkehrsminister war und mal Bürgermeister von Leipzig. Unter anderem damals zu Zeiten der Olympia-Bewerbung, ne, was ja oft vergessen wird. Oh, das ist mittlerweile schlechter. Ach Gott. Gibt es denn irgendwo im Gesamt? Na gut. So, das ist mir jetzt. Ah, hier die Hose nehme ich noch mit. Hier rein und dann lösen wir endlich diese Fame-Quest auf. Nee, das war schon sehr spannend, diese Interviews. Kann ich nur empfehlen. Ach ja. Das ist ja auch das Schöne, wenn man solche Spiele spielt. Ne, meistens hat man eine Taktik festgelegt vorab und zieht diese dann brachial durch. Und das ist ja das, was ich jetzt hier mache. Aber genau, ich wollte ja. So, hier soll ich jetzt Hippe Champions besiegen und Klatz besiegen. Okay. Ach so. Denn die Hibbel-Champions. Ach, da ist die Nummer Uno. Warum zählt das nicht? Ich bin noch in dem Champion. Warum war das jetzt kein Hibbit Champion? Champion Hibbit?
Ja. Ne? So, wo sind wir denn jetzt? Hier. Okay. Na denn. Nehmen wir mal hier hoch. Gucken wir mal, wo wir so lang müssen. Eine lebende Truhe. Ja. Hier geht's lang. Gibt es einen Grund, warum ich die nicht angerechnet bekomme? Perlen vor die Säue, Perlen vor die Säue, sage ich. Your life is slipping away. Hey, wow. Ich war instant tot. Da gab's nichts zu sagen. Your journeys have ended. Dab, 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 dab. Darf ich von dem nicht schlagen lassen? Okay, die Quest ist leider kaputt. Your inventory is full. Okay, ja, mein Inventar ist tatsächlich voll.
Ah, das sind Schulterteile. Auftragskarte. Habe ich gemacht, hat nichts gebracht. Nun denn. Reliktwaffen wurden im gefallenen Zwergenimperium geschmiedet und sind deutlich mächtiger als normale Waffen. Aufgrund ihrer magischen und ätherischen Zusammenstellung können sie nur für kurze Zeit eingesetzt werden. Ja. Ich sag mal so, wir machen es einfach mal zunutze. Ach Gott, da ist er schon wieder. Den machen wir noch platt, weil er sowieso gerade irgendwie auf dem Weg liegt. Und das bisher nicht das große Problem war. Ach ja, sterbt alle! Ja, vor allen Dingen, wenn sie so schön auf einem Platz hocken. Das ist echt super easy. Ja, okay, verstehe ich. Zerstören. Ja, die Hose. Oh mein Gott, meine Giftverteidigung ist ja echt niedrig. Kein Wunder, dass ich da auch nichts aushalte. Drückt C, um im Inventar eure Werte anzeigen zu lassen. Ja. So. Und nö, sind wir hier. Wir können uns von da nämlich teleportieren. Okay, das. Das habe ich versucht. Das macht so keinen Sinn, Shady Retreat, wenn da. Na gut, dann gehen wir doch erstmal in meinen Vor. Dann können wir schön Cinnamon entleeren. Und dann können wir immer noch ins letzte Gebiet vorstoßen. They came from outer place. Oder it came from outer place. Es kam von außerhalb. Es kam von statt von einer fremden Welt. Abschließen. Ja, und wir könnten die Kerne hier lassen. Oh. Ja, nicht schlecht. Mhm.
Na gut, na denn. Okay. Oh wow, man startet gar nicht bei null. Warum auch immer nicht. Also das finde ich wiederum verwirrend. Okay, jetzt ist aber die Frage, Wort anpassen, wo verzauber ich denn? Das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht. Bauen. Ja, bestätigen. Aha. Dann sollten wir mal kurz in die Hauptstadt verfolgen. Das sind also die ganzen Rezepte, die ich. Ach. Nett. Das sind die Rezepte, die ich schon habe. Ja, die haben leider alle keine. Okay, nett, 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 nett. So, bevor ich natürlich in fremde Bäume investieren kann, muss ich erstmal meinen eigenen auf Maximum ausbauen. Die Frage ist ja, wie weit geht das? Keine Ahnung. So, Hibbitfront. Tja, das gefallene Zwergenimperium. Man kann sich ja in Torschalt 1 runterprügeln bis zum Kern des Planeten oder der Welt. Und dort findet man ja dann unterwegs das Zwergenimperium als Level. Also das fand ich auch zum Beispiel sehr spannend, wie sie es geschafft haben, in dieser Höhlenwelt verschiedene Biome einzufügen, ohne dass die sich falsch anfühlten. Also ich meine, sie fühlten sich jetzt. Okay, das ist sehr pragmatisch organisiert, außer dass der Baum hier noch nicht. Hier ist noch kein Baum. Das kommt davon, wenn die Leute nicht weiterspielen. Ach ja. Ich finde ja, in so einem Fall, also ich finde ja, man sollte die Alpha-Lizenzen zeitlich begrenzen. Aber natürlich verstehe ich, dass Actra Games sagt, ja, die Leute sollen ruhig auch mal zwischendurch Pause machen können. Das
ist dann natürlich wie bei so einer Saison. Was? Okay. Auf einmal sehe ich die Quest nicht mehr, die mich hierher geführt hat. Ist das euer? Ja, stimmt schon. Ja. Ach, irgendwie ist das verwirrend. Okay. So. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir einfach mal durchlaufen zu Imperialen. Zum imperialen Anschlagsbrett. Weil da müsste dann ja auch, wenn das so wie bei den anderen ist, dann müsste da auch irgendwie gleich direkt daneben der Teleportpunkt sein. Den suche ich ja hier schon seit einiger Zeit. Ja, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott, ich habe ihn gefunden. Jawollo. Clean up needed. Sauber machen erfordert. You seen Goblin Canyon? Clean it up and up. Hey, good. Okay, hast du den Gobkill Canyon gesehen? Räum ihn auf und ich bezahle dich dafür gut. Quest started. Netherrealm Alarm. This close to the Hivit Amber Crooks, the Netherrealm are swarming. So nah beim Hivit Edelstein Riss, würde ich sagen, tauchen die Netherrealm in Schwärmen auf, in Massen. Please do your part and clear some out. Bitte beteilige dich und töte einige von, beseitige einige von ihnen. You have gained a quest. Soldier versus Soldier.
No more. Nie wieder. The soldier hivet deep in the hivet grounds need to die. Die Hivet-Soldaten tief in den Hivet-Gründen müssen sterben. That bug is too dangerous and has killed too many of our good men. Dieser Käfer ist zu gefährlich und hat zu viele unserer guten Männer getötet. In this war we will be victors. In diesem Krieg werden wir die Sieger sein. Quest has begun. Okay. 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 Na, das hat sich ja gelohnt. Aber massiv. Okay. Also hier in den Hivet-Gründen ist etwas. Das Problem ist, ich kann mir nirgends Quests anzeigen lassen, hä? Also ich kann hier zwar auf Karte gehen. Aber das war's dann auch. Jetzt muss ich doch nochmal woanders hin teleportieren, um zu gucken, was diese Quest gemacht hat. Sie kamen aus einem anderen Platz. Sie kamen aus einem anderen Ort. Oder es kam aus einem anderen Ort. It came from outer place. Das ist ein Wortspiel. Es kommt von... It came from outer space, ist normalerweise die Formulierung. You're hurt. Nein, nicht doch. Okay, so. Jetzt. M. Muss ich vielleicht hier nochmal hin? Warum habe ich die Quest erst bekommen? Jetzt ist sie weg. Oh. Vielleicht sollte ich ja auch nur irgendwas finden und muss sie jetzt abgeben? Hi there. Okay, oder auch nicht. Ich bin mittelmäßig What verwirrt. Can I get for you? Good luck on your travels. Got a fresh shipment of goods. Be safe out there. Okay, ich frage mich sowieso, warum ich keine Quest habe, die sagt, ich solle.